Alter! Junge! Die geht ja, ey, das ist, die ist noch heftiger als die 250er, alter Schwede. Okay. So, Leute, ich hoffe, man versteht mich. Da ist die gute Beta, die 300er, das erste Testvideo jetzt hier. Ich bin einmal jetzt zu dem Bikepoint-Dreh gefahren. Wie gesagt, da ist mir der Hase da rechts reingeflogen. Ich habe jetzt hier auch schon wieder alles gefixt. Also neue Verkleidungen drauf, Dekor ist wieder fertig drauf. Und ja, jetzt erste Probefahrt hier. Ich bin die noch nicht richtig gefahren, so. Halt die typische Probefahrt beim Kauf. Ich habe die gebraucht gekauft, bla bla bla. Erzähle ich euch gleich mehr zu, was die Karre alles so hat. Hier, dies, das und so. Und ja, ich bin hier aber halt nur zur Überführung gefahren. Zum Bikeporn und dann direkt wieder rein, weil ich euch die Karre ja unbedingt zeigen wollte. Und so noch richtig im Gelände habe ich die aber noch überhaupt nicht bewegt. Und ja, mega geiles Teil, also gefällt mir optisch richtig geil, gut. Ist auch richtig gepflegt, die Kiste. Hat jetzt 105 Betriebsstunden runter. Vor 8 Stunden kam der Kolben neu, komplett Service wurde neu gemacht, alle Flüssigkeiten, blabiblub. Also komplett alles frisch. TÜV ist jetzt 4 Tage drauf. Und also frisch TÜV, alle Flüssigkeiten Service, Gabelservice neu. Also die wurde wirklich richtig gepflegt. Kommt auch vom Händler die Kiste. Und ja, also gefällt mir. Läuft gut. Hat untenrum auch richtig Anzug. Also nicht wie die 250er, die untenrum. Untenrum kommt die halt so gar nicht. Alter, die feuert so den Arsch weg, ne? Das ist so heftig. Also die 250er kam ja so plötzlich und jetzt die 300er, die läuft da unten rum auch. Eher wie eine Viertakt. Ich bin so happy mit dem Ding, ne? Ich weiß gar nicht, was ich alles erzählen soll. Ich hoffe, ich kriege das alles in das Video rein. So. Ich habe auf Instagram ja gesagt, dass ich die 250er verkauft habe. Die auf YouTube wissen das noch gar nicht. Oh, Alter, die hebt ja so ab. Däume! Die auf YouTube wissen das ja noch gar nicht, dass ich die 250er verkauft habe, weil ich das nur auf Instagram gezeigt habe. Deswegen kam in den Kommentaren auch öfter die Frage, wieso ich jetzt 3 Mopeds hätte und so, aber nein, habe ich nicht. Die 250er habe ich weggetan, die habe ich ja neu aufgebaut. Die war mir persönlich zu alt. Und die hatte mir persönlich, die hatte zu viele Stunden drauf, fand ich. Und jetzt hier was Schönes Neues. 2013 ist sie, 105 Stunden, also wirklich technisch einwandfrei. Gefällt mir richtig gut, Händler war richtig korrekt und blablablub. Und ja, jetzt kann es losgehen, ey. Also ich muss die mal so ein bisschen, so einen kleineren Langzeittest machen, weil ich die halt, wie gesagt, noch nicht richtig Probe gefahren bin. Wow! Däumel, Alter! Alter! Das ist ein anderes Kaliber als die 250er. Also vom Eindruck her, ach, Reifen hinten ist auch neu und so, vom Eindruck her hat die auf jeden Fall deutlich mehr. Ordentlich mehr Leistung. Ich darf die auch noch nicht so treten, weil der Kolben ist halt, wie gesagt, noch nicht lange drin. Deswegen will ich dir lieber noch mal ein kleines Idyllchen vorsichtiger mitfahren. Aber wir gucken uns das Ding erstmal so an, wie das alles so funktionuckelt. Das ist so arschkalt draußen. Wir haben es draußen 0 Grad. Deswegen muss ich auf die Straßen auch so ein bisschen aufpassen. Aber hier werden, oh, ich hatte den Blinker noch an, aber hier werden keine
Kosten und Mühen verscheut oder gescheut. Ich will euch ja die Kiste präsentieren und den ersten Vlog mal raushauen hier. Nico, der hat ja auch eine 300. Nico, der hat sich ja jetzt auch eine 300er neu aufgebaut. Da hat er jetzt auch seit letzte Woche Freitag TÜV drauf. Auch richtig cool. Da könnte man dann in Zukunft auf jeden Fall auch das ein oder andere Mal zusammenfahren, also definitiv. Ja, der scheiß Hase, der ist hier mir reingerannt, ne? Übelst die Scheiße. Wir können gleich mal wenn ich nicht bis dahin schon eingefroren bin, können wir gleich mal zu der Stelle hinfahren, wo der Hase liegt. Wahrscheinlich liegt er da immer noch. Aber dann kann ich euch mal genau zeigen, wo das passiert ist. Das war richtig dumm und unnötig. Hat die Karre Pfeffer, Junge, ey. Boah, meine Hände, die sind so scheißen kalt, ich sag euch das. Die sind so kalt. Alter Schwede. Damn, Alter, erstmal abfahren, sich ein bisschen schnell. Alter. Damn, Alter. Ja, hier ist das Ding, Alter. Oh, ich bin so happy mit dem Ding. Die geht so ab. Oh, ich habe meine normale Hose an, Alter. Scheiße. Und meine rechte Tasche ist kaputt. Das heißt, mein Handy fällt da manchmal durch. Ist richtig belastet, echt. Boah, ich finde das Ding ja so sexy, Leute. Ich hoffe mal, die Kameraeinstellung, die passt, ey. Weil ich das Ding mal abgemacht habe und jetzt müsste das alles passen, Alter. So ein geiles Teil. Also bis jetzt habe ich den Kauf auf jeden Fall noch nicht bereut. Alter! Junge! Die geht ja... Ey, das ist, die ist noch heftiger als die... Als die 250er, alter Schwede. Ganz viele fragen mich auch immer, wieso eine Beta? Habe ich ganz vergessen am Anfang zu erzählen. Und zwar, ich fand Beta schon immer geil. Ich muss aufpassen wegen Motorbremse. Ich fand Beta schon immer geil. Ich finde die auch optisch richtig hart sexy. Das Problem bei KTM ist halt, du bezahlst bei KTM mega die Marke. Also, das ist so wie, keine Ahnung, das iPhone unter den Handys, weißt du? Und jeder hat eine KTM. Und ich wollte einfach was anderes ausprobieren. Beta ist nämlich auch richtig fett. Übrigens, das ist die Straße hier, wo das, wo ich das Kanickel gerammt habe, hat. Beta ist übelst geil, finde ich persönlich. Die sollen vom Handling her zwar anders sein, aber besser. Also die Meinungen sind natürlich verschieden. Ich habe halt mich informiert und gebe jetzt das nur wieder, was ich halt gehört habe. Die sollen vom Handling her geiler sein. Die soll nicht so wartungsintensiv sein, heißt also KTM ist halt viel anfälliger, wenn es um Kleinigkeiten geht, so. Und ja, da unten liegt der Hase. Irgendetwas stimmt mit Hasi nicht. Also, KTM ist halt viel anfälliger, wenn es um Kleinigkeiten geht und da soll Beta auch deutlich besser sein. Und Ersatzteile sind günstiger, nicht in der Qualität, sondern nur im Preis. Weil KTM, die können sich halt leisten, die Sachen teurer zu verkaufen, weil jeder halt KTM hier, jeder holt sich eine KTM, jeder denkt sofort an KTM, wenn er an eine Enduro denkt oder so. Und ja, weil KTM war einfach schon immer da, die sind verbreitet und keine Ahnung war das so, da liegt der Hase. Also ich will jetzt nicht zu nah dran gehen, nicht, dass er dann wieder losrennt, nein. Nein, Ding ist, ich weiß nicht, ob man das auf YouTube zeigen kann, so einen toten Hasen oder so. Aber wobei, da ist ja eigentlich nichts bei, nicht, dass mein Video dann gesperrt wird. Also da ist der Hase, ihr seht ungefähr so ein Krawimsmann. Ich hoffe, man sieht das auf der GoPro. Boah, das sieht auch richtig eklig aus. Also wie so ein Hase halt, aber die Augen, die sehen schon richtig glasig aus. Naja, der ist ja auch tot, ne?
Und dann bin ich halt hergefahren und dann kam der Original, kam der hier rausgesprungen, hier drüber und ist halt voll mir ins Motorrad, hier in die Seite reingesprungen. So, da Plastik zerfetzt, aber ich habe jetzt mir ein neues Plastikteil bestellt, das Dekor habe ich warm gemacht und runter gemacht und hier habe ich das neue wieder drauf gemacht, weil das halt wie gesagt ein Custom-Dekor ist und ja, das nachzukriegen ist halt noch vom Vorbesitzer. Deswegen aber das Dekor kann man auf jeden Fall warm machen und wieder draufkleben. Das funktioniert mit dem Kleber. Und ja, also mega zufrieden mit der Karre, ey. Ich finde allein schon geil, dass sie einen E-Starter hat. Das finde ich schon sexy. Also hat halt ihre Enduro-typischen Gebrauchsspuren. Aber das ist normal. Technisch ist sie halt einwandfrei, muss man echt sagen. Also wir haben uns die angeguckt. Ich war da mit meinem Kollegen, der fährt selber auch Cross-Moped. Haben uns die angeguckt. Natürlich hier enduro-typische Gebrauchsspuren, wie gerade schon gesagt. Es gibt halt, ja, hier am Deckel oder so, es gibt halt Karren, wo das deutlich mehr abgenutzt ist, so. Wobei, ja, man hat halt hier immer so Punkte, wo man drauf achten kann, Lenkanschläge und keine Ahnung. Da sieht man halt so, wie gebraucht die Karre eigentlich ist, wie runter gerockt die ist, also Bremsbeläge sind, also alle Verschleißteile in Ordnung. Blabibiblub. Hat jetzt wie gesagt 105 Stunden runter. Der Händler sagte mir auch, das nächste, was kommen würde, wäre der Kettensatz. Der neu müsste irgendwann mal. Aber sonst könnte ich da problemlos bis zu meinen 200 Stunden mitfahren. Das wäre kein Thema. Von den Verschleißteilen her und Kolben, wie gesagt, frisch drin. Und ja, also auf jeden Fall, ich bin begeistert und ich finde die halt richtig hart. Sexy. Also Geschmäcker sind verschieden. Da gibt es die einen oder anderen von euch, die die Karre vielleicht nicht mögen. Aber ich finde sie geil. Und auch der Kicker hier. Upsa. Fuck. Jetzt muss ich mal gucken. Mir ist ein bisschen kalt. Wobei, wenn ich jetzt aus dem Fahrtwind raus bin, dann geht es eigentlich schon besser. So. Aber ist halt schon kalt. Ich denke mal, wir werden jetzt gleich die Heimreise antreten. Also das halt, wie gesagt, so eine erste Testfahrt. Ich bin auch... Warte, ich versuche mal einen Wheelie. Geht auf jeden Fall. Ist aber anders, also ist leichter die Karre. Die Karre ist sogar noch leichter als sie. Die Karre ist sogar noch leichter als die. Als die. Als die 250er EXC. Um 4 Kilo meine ich, 4 oder 5 Kilo. Die wiegt jetzt, ich meine, leer 104 Kilo, glaube ich. Also echt nicht viel. Oh, was ist das? Arschkalt, ey! Oh! Däubelschlag, ey! Ich weiß noch gar nicht, was ich noch groß über die Kiste erzählen soll. Im Nachhinein merke ich immer so beim Schneiden, dass ich eh immer irgendwas vergessen habe, was ich eigentlich noch erzählen wollte. Schreibt das einfach in die Kommentare rein. Oh, meine Lippen frieren schon richtig ein. Schreibt das einfach in die Kommentare rein. Ich werde das dann beantworten. Logisch. Beziehungsweise entweder in den Kommentaren oder im nächsten Video. Aber ich müsste alles eigentlich geklärt haben. Wieso Beta, habe ich gesagt. Die 250er, wieso ich die weggetan habe, weil die mir halt zu alt war und zu viele Betriebsstunden hatte, weil ich was Neueres wollte. Ganz einfach. Fahren wir nochmal hier den Berg hoch. Das geht ja wie geschmiert. Das geht ja wie geschmiert. Also, da kann man sagen, was man will. Schön laufen tut's. Wir müssen uns nochmal treffen in einem Video, wenn das ein bisschen wärmer ist, weil immer, ich will Gas geben, aber irgendwie auch nicht, weil immer, wenn ich Gas gebe, friere ich ein. Oh,
Oh Mann, ey. Ja, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sorry, dass der Video vielleicht eventuell nur ein bisschen kurz war, aber ich will ein Video bringen. Ich habe Bock zu. Auch bei den Temperaturen, aber es ist einfach scheiße, bei den Temperaturen zu fahren. Das ist einfach Fakt. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal.